Your Day, Folge 6. Immer noch nicht einig über mögliche soziale und emotionale Konsequenzen einer Teilnahme und oder einer Konsumierung der Social Media Your Day. Professor Buchheim aus der Bergischen Universität Wuppertal äußerte sich gestern wiederholt dazu. Kann man sich sicher sein, dass man das, was man zur Schau stellt, wirklich aus freiem Willen macht? Seien Sie ehrlich mit sich. Es ist eine passive Manipulation des freien Willens und das ohne jeglichen Zweifel. Ich kann es nicht gutheißen, dass Menschen, egal welchen Alter... Hey Google, wann ist mein Termin mit Professor Buchheim? Hallo Katja, dein Termin ist um 14 Uhr. Okay. Schönen guten Tag, Frau Ritter. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Kaffee oder vielleicht etwas Frisches? Ja, danke. Ein Kaffee wäre toll. Sehr gerne. Eine gute Gelegenheit, mir ja, auch einen zu machen. Wissen Sie, wenn es nach meinem Hausarzt gehen würde, müsste ich einen Koffeinentzug machen. Aber was wäre das für ein Leben ohne Kaffee, richtig? Ja, das stimmt schon. Wobei, also hin und wieder ein Tee. Bäh. Tee ist nur gefärbtes Wasser. Warmes Wasser. So. Milch? Zucker? Danke, nein. Ich trinke ihn schwarz. Oh, Sie gefallen mir, Frau Richter. Bitte sehr. Das ist schon besser. Nun, Frau Ritter, Sie haben mir eine, mit Verlaub, sehr abenteuerliche Geschichte per Mail zukommen lassen. Ja, ich weiß. Abenteuerlich stimmt zwar, aber es ist keine Geschichte. Das ist wirklich so geschehen, vor gut 3 Monaten. Ich verstehe. Nun, Frau Ritter, Sie müssen verstehen, dass ich oft Post bekomme. Auf sämtlichen Wegen. E-Mail, Briefe, Facebook, Instagram. Ja, auch ich halte mich natürlich in den sozialen Medien auf. Wie könnte ich sonst davon berichten? Natürlich, entschuldigen Sie. Ich bitte Sie, zur Entschuldigung gibt es keinen Grund. Wissen Sie, ich sehe es so, dass ich mich gerne in den verpönten Plattformen aufhalte, um vor dem größeren Übel zu warnen. Nach wie vor tummeln sich glücklicherweise noch genügend auf diesen ach so veralteten Plattformen, auf die mir dann und wann Gehör schenken. Das ist gut. Ich habe Ihre Berichte und Ihre Warnungen gelesen und im Fernsehen gesehen. Deswegen habe ich auch das Gespräch mit Ihnen gesucht. Ich brauche Hilfe. Ihre Hilfe. Gut, gut, gut. Einen Moment bitte. Herr Professor? Moment. Frau Dünneberg? Daniela?
Alles gut, alles gut. Ich will nur sicher gehen, dass wir ungestört sind. Sie haben mir in Ihrer Mail die Initialen Ihrer verunglückten Freundin verraten, was mein Grund war, Sie zu empfangen. Wie Sie und ich wissen, werden die Namen entweder pressetechnisch verändert oder bleiben unerwähnt. Ich kenne tatsächlich sämtliche Namen. Frau Ritter, ich möchte Sie nun darum bitten, mir den vollständigen Namen Ihrer Freundin zu nennen. Ich glaube nicht, dass du auch nur die leiseste Ahnung hast, wie schwer es ist, zu dieser Jahreszeit belgische Pralinen zu bekommen. Ich sehe Ihren Schmerz, aber versuchen Sie, mich bitte zu verstehen. Also, vergeben, vergessen und dreimal schwarzer Kater. Myra. Myra Berger. Meine beste Freundin. Myra Berger. Ich war beinahe bei ihr. Ich habe doch ihre orangefarbene Jacke gesehen. Aus den Augenwinkeln. Ich musste nur um die Ecke laufen und... Da war nichts mehr. Nichts Orangenes oder keine Jacke. Keine Myra. Nur ihr Schrei. Um Gottes Willen. Ich rannte zum Geländer, aber es war alles zu spät. Ich sah sie nicht bei mir fallen. Sie lag da unten. Als ob sie schon die ganze Zeit dort gelegen hat. Es ist nicht so, wie Filme das immer zeigen. Keine Dramaturgie, kein Sturz in Zeitlupe, kein Heldentum, nichts von all dem. Ein Schrei, Stille und das war's. Glauben Sie mir, Professor, so war es. Ich erlebe es jede Nacht aufs Neue, ob ich will oder nicht. Frau Ritter, um Gottes Willen, das war nicht meine Intention. Mir war die Unmittelbarkeit auch gar nicht bewusst. Es tut mir aufrichtig leid. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ein Glas Wasser? Ja, Wasser wäre gut. Schön gut, Herr Professor. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Der Grund Ihrer Vorsicht ist mir bewusst. Ich brauche Ihre Hilfe. Deswegen bin ich bei Ihnen. Hier, bitte sehr. Meine Hilfe? Ja. Weil ja, was kann ich für Sie tun, Frau Ritter? Ich kann Ihnen nur bedingt psychiatrische Hilfe anbieten. Mein Fachgebiet hat sich unweit vergrößert und... Nein, darum geht es nicht. Ich brauche Hilfe, um zu verarbeiten, Herr Professor. Das streite ich nicht ab. Deswegen bin ich aber nicht hier. Und weswegen sind Sie hier, Frau Ritter? Bitte, nennen Sie mich Katja. Ich glaube, wir beide haben dasselbe Ziel. Deswegen möchte ich gern die Förmlichkeit außer Acht lassen. Ich brauche Ihre Hilfe, weil Sie mit Your Day und deren Strukturen vertrauter sind, als ich es bin. In Ordnung, Katja. Das mag sein. Was haben Sie vor? Das Problem ist, dass man Your Day nichts vorwerfen kann. Unfälle passieren. Ob gefilmt oder nicht gefilmt. Ob mit Teilnahme... an Your Day oder nicht. Das sind die offiziellen Stellungnahmen des CEO von Your Day. Abscheulich. Keine Frage.
Aber leider hat er recht. Jeder Mensch, jeder Teilnehmer entscheidet für sich selbst. Ich weiß. Erklären Sie es mir. Bitte. Erläutern Sie mir die Strukturen, die Spielregeln, die Köpfe hinter dem System. Ich finde einen Weg. Einen Weg? Einen Weg wohin? Your Day geht offline. Das ist mein Weg und mein Ziel. Fortsetzung folgt. Sie hörten Your Day, Folge 6, aus der Serie Cliffhanger Tales. Es sprachen Katja Ritter, Stefanie Kirchberger, Professor Buchheim, Eckart Dux, Nachrichtensprecher 2, Tom Steinbrecher, Myra Berger, Julia Kasper, Mi, Saskia Heisch. Credits: Lisa Cardinale. Idee, Konzept und Dramaturgie: Christoph Piasecki. Buch: Thomas Plum. Regisseur und Produzent: Christoph Piasecki. Schnitt, Sounddesign und Mastering: Erik Albrot. Musik: Michael Donner und Konrad Dornfels. Design und Artwork: Christoph Piasecki. Eine Produktion von Contendo Media. Weitere Infos zu dieser und unseren anderen Produktionen finden Sie unter contendomedia.de, auf Instagram, auf Facebook oder auf unserem YouTube-Kanal.